Kopfstandsequenz. Du hast den Delfin gemacht, du hast die Arme trainiert, du hast den Kopf, den Nacken vorbereitet, du hast die Kombination des Rollens, die Schultern vorbereitet, die Offenheit. Die nächste Haltung, die du einnimmst, die nächste dynamische Haltung, die du einnimmst, ist, dass du beginnst, wirklich in die Länge zu gehen mit dem Kopf und deine Arme zu lösen und zu strecken und das einfach als Druck auf den Hals. Achtet so ein bisschen, das zu trainieren, und achtet so ein bisschen darauf, dass ihr vielleicht mal ein paar Töne macht, um einfach mal zu hören, sinkt dein Kopf ein, lassen deine Schultern die Spannung nach. Gebt euch wirklich die Zeit, dass das nicht passiert, dass ihr diese Freiheit bekommt, dass ihr wirklich Länge macht. Ihr, alles das, was den Boden berührt, Iyengar sagte mal, alles, was den Boden berührt, geht in den Boden. Du wurzelst quasi. Du gehst nicht auf den Boden und der Boden trägt dich schon, sondern du gehst in Kontakt zum Boden und gehst in den Boden. Gebt euch ruhig auch die nötige Weichheit von einem Kissen, ihr könnt es auch vielleicht auf einer Matratze machen, was auch immer. Gebt euch die Zeit, wenn du, umso mehr du auf dich achtest, umso leichter und umso länger wird das auch funktionieren. Also, was ich jetzt mache, ist, ne, du hast diese Länge gemacht, du hast das gemacht, du hast den Kopf in die Hände gelegt, der Kopf drückt in den Boden, du hast deine Knie gehoben. Und du hast vielleicht auch schon das gemacht. So, jetzt gehen deine Hände auf den Boden, dein Kopf drückt und deine Hände drücken in die Länge. Und umso mehr du das drücken kannst und in die Hände in die Länge, umso mehr können sich die Füße aufheben. Gib dir die Zeit, wirklich noch nicht die Füße zu heben zu wollen, sondern einfach wirklich nur den Druck in die Hände, den Druck in den Kopf, das. Viel Spaß.